Guten Tag aus Kalifornien. Christoph Pütz hier mit einem neuen Video. Und in diesem Video möchte ich mal heute über die Rente sprechen. Die Rente in den USA, die Rente in Deutschland. So, Rente ist ja doch sehr, sehr wichtig. Es gibt da zwei unterschiedliche Systeme, weil Deutschland und die USA haben da sehr verschiedene Gedankengänge hinter der Rente. So, in Deutschland ist die Rente wirklich mehr gedacht, das Einkommen im Alter zu ersetzen, was man sonst eigentlich aus dem Beruf hat. Es wird nie ein voller Ersatz sein, weil man einfach weniger durch die Rente bekommt. Aber es ist eigentlich mehr angesehen als ein Ersatz des Jobs, des Job-Einkommens. Und entsprechend ist die Rente da, wird sie anders betrachtet. In den USA ist die Rente wirklich mehr als Unterstützung für euch im Alter betrachtet. So, und das heißt wirklich, dass man wesentlich mehr Altersvorsorge betreiben muss. So, der Staat macht es einem in den USA hier nicht leicht. Also früher hatten fast alle Arbeiter und Angestellte eine Pension, die sie vom Arbeitgeber bekommen konnten. Und das hat sich über die letzten Jahre hinweg so verändert, dass es kaum noch Pensionen gibt. Es gibt sehr viele Firmen und auch Städte und Bundesstaaten, die noch Pensionskassen haben, diese teilweise geschlossen haben für neue Mitglieder und die dann auch teilweise gar nicht mal genug Geld da drin haben. Also da gibt es dann wirklich Bundesstaaten vor allem, die sind 10, 15, 20 Milliarden Dollar diese nicht haben, die eigentlich in der Rentenkasse drin sein müssten, in der Pensionskasse drin sein müssten. So, also insgesamt hat sich das Klima hier sehr verändert. Man muss wirklich bedenken, die Rente in den USA soll nicht das Einkommen vom Job ersetzen. So, das heißt also, wenn die Rente den Job nicht ersetzen soll, muss ich entsprechend viel selber vorsorgen. So, was meine ich, die Mittel gibt es gar nicht zu der Zeit. Also der Staat gibt einem gar nicht die Möglichkeit, dass man wirklich so viel Geld ansparen kann, dass man im Rentenalter gut davon leben kann. So, natürlich schaffen wir das, dass wir entsprechend viel Geld ansparen können. Das ist nicht der Punkt. Das geht mehr darum, dass die Leute, die wirklich einen einfachen Job haben, die wirklich nicht viel Geld verdienen, denen wird es sehr, sehr schwer gemacht, für den Ruhestand vorzusorgen. Und das sind diejenigen, die hinterher vielleicht mit 10.000 Dollar in Ersparnissen in den Ruhestand gehen und dann wirklich auf einer erbärmlichen Rente da durch den Ruhestand gehen müssen und hoffen, dass sie wirklich nichts Unerwartetes haben. Die Altersarmut, die zwar in Deutschland viel diskutiert wird und da vielleicht auch zu gewissem Grade existiert, hier in den USA, die gibt es wirklich. Und die gibt es wirklich so erheblich, dass in manchen Gegenden die Rentner auch gar nicht sehr alt werden, weil sie wirklich, die leben am Existenzminimum. Die werden hier vielleicht dann durch Kirchen und Wohlfahrtsverbände unterstützt, weil deren Kinder und Kindeskinder, denen geht es nicht viel besser. Also die gerade Leute mit geringer Ausbildung, die in sogenannten Blue-Collar-Jobs gearbeitet haben, die haben da wirklich Probleme. Für jemanden jetzt wie uns mit gutem Einkommen und auch dem Verständnis dafür, wie man Geld für die Rente anspart und da entsprechend ihre Ausgaben zurückhalten und Geld einzahlen, da ist das schon wieder eine ganz andere Sache. So, aber jetzt mal bezüglich der Rente zwischen Deutschland und den USA. Es gibt Abkommen zwischen Deutschland und den USA und man kann rein theoretisch die Rentenansprüche zusammenlegen lassen. Und das hört sich erstmal ganz toll an, aber wenn man dann wirklich mal das Kleingedruckte liest, dann ist das gar nicht so. So, wie meine ich das jetzt genau? Warum ist das eigentlich gar nicht so? So, das Abkommen zwischen Deutschland und den USA bezüglich der Rentenzeiten ist wirklich dafür gedacht, dass wenn man für einen deutschen Arbeitgeber in den USA arbeitet oder für einen amerikanischen Arbeitgeber in Deutschland arbeitet oder aber für Leute, die zum Beispiel in Deutschland 2, 3 Jahre gearbeitet haben und dann in die USA gehen oder umgekehrt, und dann kann man diese Zeiten im anderen Land mit anrechnen lassen. So, wenn man dann wirklich mal guckt, wie die Rentensysteme arbeiten und wie die Rente wirklich in der Höhe berechnet wird, dann, wenn man wirklich nur 2, 3 Jahre hat, dann macht es keinen großen Unterschied. Aber wenn man wirklich dann mal ins Detail schaut, dann kann es durchaus zu einem Nachteil werden,
Weil gerade hier in den USA zum Beispiel es auch auf die Höhe der eingezahlten Beiträge wesentlich mehr ankommt als im Vergleich zu Deutschland. So, man muss hier also mindestens sogenannte Credits erwirtschaften und das heißt, man muss hier also etwa 10 Jahre arbeiten. So, für die Rentenberechnung werden hier hinter die 35 Jahre eures Arbeitslebens genommen, die das höchste Einkommen vorweisen. So, es spielt also nicht eine Rolle, ob ich 45 Jahre gearbeitet habe oder nur 35, sondern es zählen einfach die 35 Jahre mit dem höchsten Einkommen und danach berechnet sich meine Sozialversicherung hier. So, sagen wir mal als Beispiel, ich habe 3 Jahre in Deutschland gearbeitet und 35 Jahre in den USA. Dann habe ich also 38 Jahre, die ich theoretisch hier anrechnen könnte. So, bin ich also in jungen Jahren von Deutschland aus in die USA ausgewandert, werde ich in Deutschland sicherlich kein hohes Einkommen haben und kann dann entsprechend wirklich auch nicht viel damit rechnen, dass das einen großen Unterschied macht. So, wenn ich das Ganze jetzt nochmal umrechne auf ein etwas anderes Beispiel, sagen wir mal als Beispiel, ich habe in Deutschland die Minimumjahre, ich glaube das sind 5 Jahre oder 60 Monate, für Rentenansprüche gearbeitet. Gehe dann in die USA, arbeite hier auch nochmal 30, 32 Jahre und könnte also rein theoretisch auch wieder so auf 38 oder sagen wir mal 40 Jahre an Rentenansprüchen kommen. So, und dann rechne ich mal einfach aus, wie viel das ausmachen würde, wenn ich das zusammen beantrage. Und naja, basierend auf den Nummern, die ich einfach mal so von verschiedenen Webseiten habe ausprobiert, ist es einfach so, es macht mehr Sinn, wenn ich separate Rente in Deutschland beantrage und separate Rente in den USA und die beiden Systeme nicht miteinander kombiniere. Und entsprechend, finde ich, solltet ihr das auch für euch anschauen. Hat man natürlich mehr Anrechnungszeiten in Deutschland und in den USA. Naja, lohnt es sich, das zusammenzupacken oder nicht? Meines Erachtens nicht. Ich würde also wirklich sagen, wenn ihr mit 30, 35 in die USA auswandert, dann haltet eure Rente separat. Schaut nur, dass ihr genügend Ansprüche in beiden Ländern habt. Und dann entsprechend, wenn das Rentenalter eintritt, beantragt die Rente. So, ihr müsst natürlich dann auch gucken, hier das Regelalter für die Rente ist zurzeit 67 Jahre. Die Babyboomer, die also jetzt so nach und nach in den Ruhestand gehen, die können teilweise noch mit 65 Jahren die Rente beantragen. Ich bin 1967 geboren und für mich sind 67 Jahre in Deutschland meines Erachtens nach auch. Und werde also vorher auch nicht die Rente beantragen. Hier in den USA werde ich wahrscheinlich bis ich 70 bin, warten und dann meine Rente beantragen. So, natürlich möchte ich nicht bis 70 arbeiten und entsprechend habe ich durch private Vorsorge wirklich die Schritte eingeleitet, dass ich jetzt irgendwann mit Mitte 50 hoffentlich in den Ruhestand gehen kann und bis zum Rentenalter dann von meinen Ersparnissen lebe. Und dann wirklich nicht von den Ersparnissen selber, sondern von dem Geld, was diese Ersparnisse erwirtschaften. Und das ist wirklich auch der zweite Ratschlag, den ich euch geben will. Also nicht nur die Rente separat halten, sondern auch, wenn ihr privat vorsorgt, entsprechend gucken. Nicht nur, dass ihr euer Einkommen im Alter unterstützen wollt, sondern versuchen solltet, dass ihr von den Ersparnissen leben könnt und eure Rente daher entsprechend so spät wie möglich beantragt. Rein theoretisch kann ich in den USA hier die Rente mit 62 beantragen, muss aber dann erhebliche Abschläge in Kauf nehmen. Mit 67 bekäme ich meine normale 100%ige Rente, warte ich bis 70, kriege ich fast 30% mehr ausgezahlt monatlich. So, das ist natürlich ein erheblicher Return on Investment und das habe ich in meine private Vorsorge mit eingerechnet, dass ich da also dann auch entsprechend wirklich viel mehr Geld einzahle und wirklich versuche, auf meinem privaten Einkommen bis zum Rentenalter mit 70 voranzukommen. So, wenn ich wirklich warten kann, bis ich 70 bin und dann erst meine Rente beantrage, dann kann hinterher, falls ich den Löffel zuerst abgebe und Simone noch am Leben sein sollte, sie kann von ihrer Rente auf meine umstellen. Das ist also im amerikanischen Rentensystem so, dass wenn einer der Partner stirbt, dass derjenige, sollte es derjenige sein mit der niedrigeren Rente, der überlebt, der kann dann auf die Rente wechseln, desjenigen, der das höhere Renteneinkommen hatte.
So, das ist natürlich nicht unerheblich. Ich verdiene wesentlich mehr Geld als Simone. Und in der Hinsicht werden wir das also strategisch so machen, dass Simone Rente wesentlich früher beantragt und ich zur gleichen Zeit so spät wie möglich die Rente beantragen werde. So, sollte Simone zuerst sterben hinter im Alter, spielt es für mich keine große Rolle. Sollte ich aber zuerst sterben, dann kann Simone auf meine Rentenzahlung umändern und umstellen und hat ein entsprechend besseres Einkommen. So, dazu kommt natürlich, dass unsere private Vorsorge, die ist nicht nur auf 10 oder 20 Jahre ausgelegt, sondern im Endeffekt wird die sogar noch wachsen, während wir im Ruhestand sind. Und dann hoffentlich, sofern alles gut ausläuft, irgendwann hinterher an unseren Sohn fallen, dass dem da ein größeres Vermögen in die Tasche fällt und er dann hoffentlich damit verantwortungsbewusst umgeht, aber das ist dann nicht mehr mein Problem. So, das ist jetzt eigentlich mal ein Thema zur Rente hier in den USA und was es zu beachten gibt. Das Thema ist natürlich wesentlich komplizierter. Das soll auch einfach wirklich nur mal ein Einstieg dafür sein, dass ihr da ein bisschen was von der Problematik versteht und auch wisst, dass es da wichtig ist, dass man sich frühzeitig informiert. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Daumen hoch. Den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr das Video weiterempfehlen würdet, sei es in Foren oder auch auf anderen Social-Media-Webseiten. Das war's für heute. Viele Grüße aus Kalifornien. Bis demnächst. Tschüss!